Hallo meine Damen und Herren, das ist ein Test und Check zu dem Behringer Xenix 1002B, ein 10 Input 2 Bass Mixer. Ja, er hat bei Thomann wie viel Euro gekostet? 89,99. Ja, er wurde in diesem formschönen Karton geliefert. Der nochmal mit der in einen Riesenkarton eingeliefert wird mit vielen Luftpolstern. Ja, ich finde es auch ganz praktisch mit diesem Tragegriff nochmal. Ist halt zum Transportieren ganz praktisch. Ich packe es mal aus. Es ist nicht wirklich allzu groß. Es ist schön handlich. Verpackung. Schön handlich und funktioniert wunderbar. Ist auch gut eingepackt im Styropor. Es wird auch ein Netzteil mitgeliefert, muss man sagen. Genau, hier sieht man schon das Netzteil. Wird mitgeliefert, das ist aber auch für eine Batterie. Ist aber auch für Batteriebetrieb geeignet. Mischpult kann man natürlich auch für Batterien nehmen. Aber das ist ätzend. Batterie, denke ich mal, wir haben es noch nie ausprobiert. Die Batterie wird wahrscheinlich relativ schnell leer sein. Ja, und wir haben hier auf der Rückseite da den Power Input. Wie gesagt, das Netzkabel, Netzteil und Netzkabel halt wird mitgeliefert. Über so einen dreipoligen Stecker. Hinten wir wollen sagen, dafür gibt es auch Fernsehkabel. Man könnte man früher die Videorekorder mit dem Fernseher direkt verbinden. Mhm. Einfach reinstecken. Hinten haben wir dann noch einen An-Ausschalter. Machen ihn schon mal an, dann sieht man, es leuchtet ein blaues LED. Der aus ist aus und an ist halt an. Ja. Beim Ankabeln sollte man es möglichst auslassen, da es immer ein Krächzen gibt. Wir können es vielleicht mal zeigen, wenn man an die Schinschkabel oder Klinke reinsteckt. Ja, oder es schlägt natürlich in die Boxen zurück, ne? Dann man hört es hier, wenn man hier drankommt, man hört es, es ist etwas nervig. Und deswegen sollte man es auslassen, bevor man angekabelt hat. Nun kabel ich an. Das ist das Kabel von der Anlage. Anlage, das stecken wir in den Auto. Put. Oder auch das Kabel von den Lautsprechern ganz normal von den Boxen. Dominik, Franz Berger, gib mir mal bitte das Kabel. Dankeschön. Das stecken wir in den Input. Zwei Track Input. Rot in Rot und Weiß in Weiß. Gut. Schalten wir es nun mal an. Hier hinten. Oh, haben Sie den Knall gehört? Gut, hier haben wir den Master Fader und für jeden einzelnen Kanal nochmal einen Fader zum Lautstärke variieren und hier oben variieren wir die Lautstärke auch nochmal. Dann können wir Bass und alles Mögliche einstellen. Gut. Dominik, hast du ein Lied? Ja. Gut. Dann schiebe ich den Master Fader ein bisschen hoch. So. Hier auch. Und in die Lautstärke. Kann man ruhig ein bisschen lauter machen. Und hier oben haben wir auch nochmal ein Licht. Falls Störungen bei dem Signal sind, blinkt das. Dann kann man hier oben nochmal einstellen, dass das nicht blinkt. Und man sieht ja schon die Dezibelanzeige. Fängt ein bisschen an zu blinken. Und es sollte nach Möglichkeit nicht in den roten Bereich kommen. Es kann schon, aber es sollte möglichst nicht für lange Zeit. Wir haben hier nun ein hochwertiges XLR-Kabel. Von der Firma Neutrik. Ja, so. Das stecken wir hier rein. In diesen Kanal vom Mischpult. Und das Ende stecken wir ins Mikrofon rein. So. Bis es klack macht, schalten das Mikrofon an. Hallo? Hallo? Und wie Sie sehen, hören Sie gar nichts. Da ist der Fader des Kanals noch nicht oben. So, passen Sie auf. Das Aufdrehen. Hallo? Hallo. Wie Sie sehen, leuchtet jetzt das Störsignal auf. Das drehen wir runter. Dann leuchtet... Hallo? Hallo. Okay, so. Jetzt haben wir kein Störsignal drinne. So. Okay, diese Lautstärke dürfte angemessen sein. Gut,
Jetzt haben wir natürlich auch noch, wir können das Mikrofon, bei jedem Mikrofon wird ein Kabel im Klinkeranschluss mitgeliefert, das man in den Line einstecken kann. Wir haben jetzt das Mikrofon über XLR auf Klinkekabel angeschlossen. Okay, und da haben wir jetzt kein Störsignal, wie Sie sehen. Und man kann jetzt natürlich auch mixen, sonst wäre es kein Mischpult. Wir können jetzt etwas von meiner Stimme nehmen, vom Mikrofon und natürlich auch etwas. Die Musik ist gerade aus. Zurück nochmal Play. Und natürlich auch was von der Musik. Okay, man kann natürlich mixen. Man könnte jetzt noch, ich habe keine Ahnung, Doppel-CD-Player oder Mikrofone, Keyboard anschließen, ja. Das noch dazu mischen. Genau. Mikrofon oder Kameraempfänger, das ist alles möglich. Gut. Könnte man jetzt noch alles an die XLR oder Klinkeranschlüsse der anderen restlichen Kanäle anschließen und das noch reinmischen. Und die Gesamtlautstärke können wir jetzt nochmal über den Masterfader regeln, ganz aus oder ganz an. Und hiermit verabschieden wir zwei uns und sehen uns dann beim nächsten Test wieder.